Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Jacko Plays zu Transport Fever 2 und zurück zu meinem dritten Projekt, meiner dritten Staffel, die Folge Nummer 18, ein Rhythm Sandbox Game, eine Wirtschaftssimulations-Schönbau-Story, Mixery, für alle, die mich kennen. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, für alle, die mich noch nicht kennen. Schön, dass ihr mich gefunden habt und wie immer gilt, macht mich glücklich, drückt den Abo-Button, ebenfalls freue ich mich über konstruktiv und kritische Kommentare, sowie euer Like, einen Daumen nach oben. Yo, wir sind hier und heute erstmal an der Ländergrenze Tschechien-Deutschland. Ich habe hier mal ein bisschen, ja, ein kleines Diorama gebaut oder einfach einen Grenzposten gebaut, der zu EU-Zeiten nicht mehr wirklich relevant ist, aber doch noch vielleicht da sein könnte. Und damit ist ein bisschen besser dargestellt, visuell bei einer Mitfahrt, wenn man oder wann man denn Deutschland verlässt, Tschechien erreicht oder auch andersrum, Tschechien verlässt, Deutschland erreicht. Wir befinden uns hier auf der Strecke, da lang geht's nach Regensburg, jetzt nach links geht's nach Pilsen, zu eurer Orientierung. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, auf der kompletten oder im kompletten tschechischen Bereich eine andere Gleisschwelle, eine Holzschwelle zu verlegen, um damit auch nochmal visuell das andere Land zu untermauern. Und ich habe mich dafür entschieden, komplett auf der tschechischen Seite keine Oberleitungsmasten zu verbauen, also keine elektrifizierte Strecke, womit sich denn ja die eigentliche, das Dieselrollmaterial auf der Strecke Innsbruck, München, Ingolstadt, Regensburg, Pilsen, Dresden, Berlin einmal mehr rechtfertigt, denn die Züge müssen alle über den Abschnitt Regensburg, Pilsen, Dresden, der denn ohne Strom ist und damit nochmal die Legitimation für die Dieselgarnituren gegeben ist. Das ist auch so, wenn wir hier gucken, hier ist ja deutsche Seite sozusagen noch, hier kommen die Oberleitung noch raus, die fädeln sich denn hier auf eine Phase mehr oder weniger aus und dann raus aufs Abstellgleis und werden hier abgespannt. Hä? Das bin ich ja schon völlig fachvokabularmäßig unterwegs, wenn ich denn jetzt richtig gesprochen habe. Und wir fahren mal weiter kurz Richtung Pilsen auf die Schnelle. Ein bisschen was habe ich gemacht, nicht viel im Offscreen noch. Ein paar tschechische Waggons noch hingestellt, als Assets einfach, um das tschechische Feeling ein bisschen zu verstärken. Ich habe den Bahnhof wieder und wie immer, oder die Bahnsteige, in dem Fall mit einer Mauer umrandet. Normalerweise setze ich Zäune, Mauern gehen natürlich auch. Einfach, dass die Sims nicht runterfallen. Ich finde die Bahnsteige immer recht kahl und das ist ja das Mindeste, was man mal auf die Schnelle tun kann, damit es ein bisschen realistischer ist, meiner Meinung nach. Ebenfalls habe ich hier noch ein paar Eisenbahn-Assets auch mit tschechischer Lackgebung hingestellt. Dann gibt es hier noch, ja, einen Blindpfad sozusagen, um auch ein bisschen mehr Bahnhofsgleis-Vorfeldsfeeling zu generieren. Einfach eine Strecke, die nach links abgeht in den Berg rein, aber blind ist. Rein theoretisch könnte sie nach Zwickau gehen oder nach Erfurt. Hey, was ist denn los? Jetzt so eingeblendet, aber in dem Fall glaube ich ist das gar nicht nötig. Dann hier hinten nochmal ebenfalls, guck mal, unser Diesel Railjet, den haben wir letztens im Stream aufgegleist. Ja, eher fiktiv als reell, gell? Mit einer Diesel Vectron, das gute Stück heißt jetzt übrigens BA247 Diesel Railjet, mit der Nomenklatur hinten dran, Seife, der Otto Seife wollte sich hier verewigen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch auch gerne verewigen, schreibt in die Kommentare, welche Zuggarnitur ihr seht und gern verewigt werden wollt. Vielleicht habt ihr Glück und die ist noch namentlich frei. Gut, soviel dazu. Und auch hier noch eine Blindstrecke, einfach ebenfalls wieder in den Berg rein, endet am Kartenrand im Nirgendwo. Sogar noch ein paar, wusste ich gar nicht, dass ich Signal-Assets habe. In dem Fall ein gesperrtes oder nicht funktionales Signal, aber auch da kennt ihr euch besser aus. Genau, dann geht's weiter nach oder in Richtung Dresden. Auch hier ein ganz kleines, ein ganz kleiner Grenzposten, einfach ebenfalls nur fürs Auge, um zu erkennen, wann man wieder die deutsch-tschechische Grenze passiert. Eigentlich nur ein paar Dachfahnen oder Dachwimpel hier im kleinen Format dran gemacht. Genau. Und ein kleines Problem habe ich noch. Ich hatte bisher die Oberleitungsmasten hier direkt am Portal auslaufen oder einfach enden lassen, ja. Muss und kann ja reichen. Aber ich habe jetzt noch ein paar Mods gefunden. Liebe Avexa hat mir da was empfohlen. Die würde ich noch verbauen wollen, jetzt gerade mal auf die Schnelle. Dafür legen wir die Oberleitungsmasten einfach noch komplett durch den Berg durch. Zack, zack. Und dann hier drüben. So, also auch um dem Auge im Tunnel gerecht zu werden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das erkennt. Jetzt läuft die Oberleitung noch rein. Und hier drüben habe ich es bewusst so gemacht, dass sie tatsächlich hier, sieht man es? Dass sie genau hier am Tunnelportal aufhört. Und folgende Mods habe ich über Navexa bekommen. Ach, den Modder habe ich mal wieder leider nicht im Kopf. Und zwar diese hier. Ich habe eben schon mal kurz rumgetüftelt und hatte ein Problem, weshalb ich sage, ich setze diese Mod genau hier
so ran. Ich hätte es gerne ein bisschen weiter nach außen geführt, aber es funktioniert irgendwie nicht. Da gibt es irgendwelche Probleme. Und dadurch, dass ich das hier so habe, sieht es halb gekonnt aus. Vielleicht auch nicht. Für mich passt so, ja. Und damit spannt sich mehr oder weniger hier die Oberleitung nach dem Tunnelausgang nach außen ab. Finde ich cool. Also die Mods taugen mir schon. Warum ich sie nicht 100% gesetzt kriege, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht so wichtig. Signale passen. Holzschwelle passt. Hier der Übergang zwischen alter und neuer Schwelle, zwischen Deutschland und Österreich, auch direkt im Tunnelportal. Lange Rede, gar keinen Sinn. So wie immer, passt. Jetzt hier und heute geht es eigentlich darum, dass wir mal endlich Bamberg anbinden. Denn das hat noch gefehlt. Ich habe mir gerade mal Gedanken gemacht, wollte eigentlich mitten durch Bamberg den Gleisverlauf führen. Bin dann aber doch nicht so richtig glücklich gewesen damit und werde jetzt einfach einen recht einfach gehaltenen Regionalbahnhof am Rand setzen. Ich werde hier an den Stumpen von Erfurt ansetzen. Mal gucken, ob wir langfristig vielleicht noch einen Abzweig machen Richtung Westen der Karte, wo die Kassel-Heilbronn-Tangente, Nord-Süd-Tangente irgendwann runterführt. Und wir werden hier, wie gesagt, Erfurt, zack, nach Bamberg und dann hier uns runterfädeln nach Nürnberg. Da haben wir noch genug Gleise, wo wir einen Abzweig auch machen können. Das sollte passen. So, und jetzt schaue ich mal kurz an, wie ich den Bahnhof nochmal genau setze. Und dann geht's jetzt los mit dem eigentlichen Thema des Videos. So, also ich setze ihn hier am Rand. Ich habe es mir gerade angeschaut. Und wir müssen tatsächlich 320 Meter nehmen, weil 240 ist zu kurz. 280 wären mir lieb, gibt's aber nicht. Dann gehe ich auf Nummer sicher und mache einfach 320. Und das wird ein eigentlich stinknormaler Bahnhof. Zweiter Straßenanschluss brauchen wir gar nicht mal. Hochgeschwindigkeit, ja, Oberleitung, ja. Wir machen zwei Durchgangsgleise. Was ist, wenn ich das jetzt so anmache? Ah, okay. Zwei Durchgangsgleise. Gibt es noch was, was ich markieren kann? Nee. Und den setzen wir dann hier an den Rand von Bamberg. Ist am Ende ein bisschen low, die Bahnhöfe immer am Rand zu positionieren. Ich hätte gerne mal wieder irgendwas mittendrin. Vielleicht verwachsen noch einige Städte. Ja. Und für Bamberg ist es dann mal wieder so halt außenstehend. Der Regionalbahnhof hier, ich weiß gar nicht, ist der von wem war denn der? Aus der Modwerkstatt? Finde ich ganz nett, empfehlenswert. Schlicht und einfach und doch cool. Wir gucken uns das später mal in nah an nochmal. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir haben noch zwei Städte. Das wären Salzwedel und noch kleiner ist, glaube ich, Schwedt an der Oder. Als Bamberg, vielleicht kassieren die denselben Bahnhof. Ob jetzt dieser kleine Regionalbahnhof Bamberg würdig ist, naja, ich weiß nicht so genau. Aber es muss halt reichen. So, die Lücke gefällt mir natürlich hier gar nicht, der Spalt. Den setzen wir später, dann machen wir später mit der Dammbaumod zu. Oder wollen wir noch. Ach, wir probieren es mal schnell näher ranzusetzen. Ah, geht nicht wirklich, gell? Nee. Das machen wir später. Gut, und dann geht's eigentlich los. Eigentlich ja easy going. Hier rüber nach Erfurt ist schnell gemacht. Ein bisschen Gleisvorfeld und dann gezogen. Da cutte ich mal einfach wieder. Und dann geht's gleich weiter. So, gut, die Seite fertig. Also absolut unspektakulär. Hier geht's einfach durch. Sag mal. Ne, passt. Ja, ich weiß schon wieder nicht, wie das hier fachlich heißt. Sind es Blindgleise? Naja, auf jeden Fall. Grüße an Yannick, gehen raus. Und dann in einem Zug habe ich hier rumgesetzt. Gar kein Problem. Geht easy. Hier können wir uns auch vorhalten, wie gesagt, den Abzweig zu machen. Und dann ist es doch erstmal gut und einfach erhalten. Dann die andere Seite. Da fange ich mal an, erst Nürnberg zu bearbeiten. Um mir noch nachträglich diese Ausfädelung ranzubringen. Wir müssen mal gucken, das außenliegende Gleis war für den Güterverkehr. Ob wir tatsächlich die Ausfädelung hier erst machen? Irgendwie sieht es da nicht so gekonnt aus, gell? Wäre schon schön, wenn hier. Aber dann müssten wir hier rüber gehen. Laufen wir eigentlich Linien lang? Läuft sogar schon Verkehr durch. Also wir fädeln erst dahinter aus. Ich habe gerade ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ach, so richtig glücklich bin ich da nicht mit. Wir fädeln sogar viel weiter hinten aus. Obwohl, wenn hier später auch noch der ganze Güterverkehr drüber läuft, dann kommt es unter Umständen schon zum Stocken. Und wenn ich hier mich einfädel, dann stockt zwar vielleicht auch der Güterverkehr, aber halt auch nur jener, der Fernverkehr im IC-Betrieb oder was sonst noch so rollt. Auf den Gleisen, der würde nicht zwingend gestört werden, wenn ich denn die blaue Linie, welche ist denn das, den IC 94 halt hier mittig verlege und hier Richtung Bamberg gehen könnte.
Das wäre schon ganz nice. Gut, dann tun wir es doch so. So, weiß nicht, wie gut ihr es erkennt. Zack, zack, da lang geht es jetzt raus nach Bamberg, dann hier rüber. Ja, diese zweigleisigen Adern und Überschläge, da streiten sich ja bis heute auch die Geister drüber. Wommi und Co. Ob das jetzt cool ist oder nicht, ich muss sagen, richtig schön finde ich es auch immer nicht. Das sieht einfach zu lean und symmetrisch aus. So ist es in der Realität einfach nicht. Da ist ein bisschen mehr wilde Gegebenheit schon im Gleisvorfeld vorhanden. Aber nun gut, ich weiß gar nicht, habe ich die Masten hier schon alle händisch? Nee, also den Mastbau müssen wir auch nochmal nachträglich betreiben. Aber dann alles, wenn Zeit ist. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier denn genau durchkommen und ob wir hier mal eine Brücke oben rüberlegen. Ob mal die Gleise die Straße überschlagen. Das hätten wir ja auch selten, gell? Hier ran. Zack. Wobei auf der Seite ja ein Bahnübergang auch prädestiniert wäre, oder? Davon haben wir doch viel zu weniger. Und jetzt hier Bamberg ist ja nicht der dicke Verkehr. Vielleicht sollten wir das tun. Hm? Lass uns das machen. Hier unten geht er unten durch, wunderbar. Und hier machen wir ein bisschen Bahnübergang. Also, nochmal, dritter Anlauf. So ist doch gut, oder? Hier rüber. Hier ran. Hier ran. Ab geht die wilde Fahrt. Fertig ist die Laube. Ein paar Signale noch auf die Schnelle. Gut, und dann leiten wir eigentlich die Linie 94. Die müssen wir umleiten. Da kann es ja eigentlich kein Problem geben. Nö. Die fährt jetzt in Nürnberg auf der Ingolstadt Nürnberg statt auf der 2 auf der 4. Check. Und auf der Rückfahrt dann auf der 3. So, und dann haben wir hier außen kein Problem. Jo, und ich habe für Bamberg noch keine richtige Idee, wie wir die Linie gestalten. Es bietet sich gerade an, dass wir in Erfurt noch ein einzelnes Gleis außen, wo wir uns hinfädeln können, frei haben, wenn ich mal den Linienmanager anmache. Oh, sogar beide frei hier noch. Okay, dann bietet sich ja noch mehr an. Wir legen die Strecke an und neue Strecke. Tja, das wird wirklich nur ein RB. Und ich habe da keine Namen. Ich habe übrigens mal vielleicht zum Schauen, zack, ich habe die Züge jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen umgenannt. Die Linien, RB50, RB51, da drüben bei Sachsen, Dresden alles. Und der EC117, der EC96, um mehr Anlehnung an die Realität zu haben, so gut wie es möglich ist. Das bleibt ein Kompromiss. Jetzt hier für die Verbindung Nürnberg, Bamberg, Erfurt, die es so in der Realität sicher nicht gibt. Muss man auch mal gucken, was man macht. Aber für jetzt und hier RB1, so wird es einfach erstmal sein. Und ich habe mir angewöhnt, hinten dran zu schreiben, EF, was ist denn Abkürzung von BAM? Kennzeichen BA, glaube ja, ne? EF und N, dann habe ich eine bessere Orientierung. Kann mir vielleicht ganz gut tun. So, hier, hier, hier. Gucken wir mal, wie sich das hier gestaltet. Und Bamberg auf der 1. Super. Kurz in Erfurt geschaut. Da fädelt er sich halt ein. Die Linie benutzt der Erfurt als Kopfbahnhof, mehr oder weniger, oder Wendebahnhof, genauso wie in Nürnberg auch. Das passt für mich auch soweit. Gut. Jetzt wird spannend. Welches Rollmaterial? Ich google mal schnell. Gut, ich habe gegoogelt und ich habe auch was gefunden. Zum einen die 442 und zum anderen X-Wagen. 442 wäre schnell gemacht. X-Wagen bin ich mir nicht so sicher. Kein Jonas, da genau, der Talent 2. Aber ich probiere mich mal einfach dran. Und das müsste doch dann auch garantiert elektrisch mit einer 111 machbar sein, oder? Wie ist das? Da würde ich auch was eher eine alten Lackierung geben, nehmen. Wobei auf Bahnlandbein habe ich natürlich auch noch Bock. Der sollte dann aber ein bisschen tiefer in Bayern eindringen, anstatt da hinten. Naja, wohl. Wie nimmer mal. Wir machen mal so. Ändern können wir immer noch. Dann hier ist doch der. Das müsste doch der sein, oder? Oh, ein Mint hätte ich auch noch Bock. Ach, aber jetzt. Gut, cool. Freue ich mich. Und dann erstmal auf dem aktuellen RB1 rauf. Da muss halt noch ein bisschen was passieren. Und wir haben übrigens noch ein Riesenproblem. Schöner Shit. Das habe ich auch noch nicht behoben. Mann. Den drehen wir mal um.
Ich muss hier noch was ändern, deswegen hat es hier oben auch rot geblinkt die ganze Zeit. Ich dachte, ich ignoriere das erstmal für die Aufnahme des Videos. Funktioniert aber nicht, wenn wir jetzt die Garnitur aus dem Bahnbetriebswerk Süd der Map, also aus Raum München, Richtung seinem Einsatzort Nürnberg, Bamberg, Erfurt fahren lassen wollen. Und hier muss ich jetzt nochmal gucken, was ist eigentlich das Thema hier? Okay, hier sind die Signale eigentlich die letzten. Das geht noch. Aber das hier in der Mitte geht nicht. Das geht auch. Ist gar kein Thema. Aber das hier ist falsch. Vollbremsung. Und ich glaube sogar. So, der fährt erst raus. Jetzt kann man noch umdrehen lassen, gell? Zack. Der fährt erst raus, wenn hier frei ist. Oder wenn der letzte hier wartet. Also der fährt erst drauf, genau. Jetzt soll es passen. Ist ein doofes Nadelöhr. Wer damals die ersten Folgen gesehen hat, weiß noch, dass ich hier nachträglich rumgefrickelt habe. Ich kann gar nicht mehr sagen, warum. Aber nun gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn überhaupt unsere Garnitur? Tatsächlich hier. Hier ist er und steht am Blockabschnitt. Auch da, ja, die Blockabschnitte sind recht kurz gefasst. Nicht so cool hinsichtlich der Realität. Ich glaube, dass nicht oft so eine Staus passieren, von daher dann fällt es nicht auf, dass die Signale sehr eng gestellt sind, die Blockabschnitte recht klein gestaltet sind. So ein Problem hier wird sich ja sicherlich auflösen. Gut, Bamberg, brauchen wir noch schnell einen Busch. Irgendwas Buschmäßiges müssen wir noch machen. Komm, das tun wir noch schnell. So, auch hier habe ich diese Mod sehr schätzen gelernt. Finde ich echt nice, taugt mir. So, ein paar Bushaltestellen brauche ich tatsächlich auch immer noch. Ach, guck mal, hier ist die Ortsengangsschild-Mod. Okay, interessant, muss ich mich beschäftigen. Die wusste ich, habe ich geladen, aber nicht gefunden. Dach ohne Glas. Zack. Zack. So, hier muss ich mal nachfrickeln. Die gute Straße von Manuel Zockt. Ein sehr nices Ding. Und so. Perfekt. Linie. Neue Linie. Bus. Bamberg. 1. Bin ich nicht vorbereitet. Oh, noch falsch geschrieben. Ob es eventuell herrliche Busmods für Bamberg gibt. Wenn, habe ich sie tatsächlich nicht. Achso, hier sollte ich auch noch Bushaltestellen setzen, gell? Wenn es da was gibt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, Mittelweg. Wo sind wir denn stehen geblieben? So. 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 Gut, passt es? Faden für mich selbst verloren. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es tatsächlich Bamberger Rollmaterial für den Asphalt gibt. So, Depot will ich mir sparen. Ich will nicht irgendwie in jedem Ort so immer dasselbe Depot. Ich brauche noch ein paar andere Depots. Lassen wir mal aus Erfurt. Was ich gerade sehe, wir haben sogar einen Bus. Lackierung Östra aus Hannover. Cool, muss ich mir merken. Mal gucken, ob ich es mir merke. Ja, liebe Bamberger, verzeiht mir. Ich nehme hier einfach mal so einen Hans-Dampf-Bus, gell? Der hat auch immer die kurzen Radstände, die man tatsächlich, jedenfalls nicht in seiner aktuellen, in der Staffel davor hat man die oft gesehen, gefühlt. Kapazität 10, ach komm, die nehmen wir. Bus Bamberg. Auf geht's. So, warum denn nicht? Dann gucken wir nochmal, wo denn jetzt eigentlich unsere Garnitur ist. Die fährt gerade in Erfurt ein. Dann ist ja schon durch. Ach, die kommt sogar schon aus Erfurt zurück. Schaut, so schnell geht es. Zack. Nice. Super cool. Ja, und nach dem letzten Stream, wo wir echt Rollmaterial raufgeschmissen haben, ist auch schon ganz schön was los. So, da kommt der Gute angeruckelt. Und hier sehen wir auch nochmal den Regionalbahnhof aus der Modwerkstatt. Mir taugt er. Ein bisschen schade finde ich es mit den Oberleitungsmasten.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe, dass man das hätte anders anstellen können. Einstellen können, aber jo, dann ist es halt so. Am Ende kann ich mit leben. Also auch aus der zweiten Staffel und meiner Unerfahrenheit habe ich tatsächlich die Garnitur mit dem Wittenbergkopf. Gell, was gibt's noch? Preisfrage, den Karlsruher. Hoffe, ich liege richtig. Und auch der Lackgebung der 111, so wie sie da steht. Freunde, ich sage euch, ich werde mal ein richtiger Pro. So, und ich hoffe, euch hat's getaugt. Mir hat's getaugt. Da rollt die Garnitur in Nürnberg ein. Also es fliegt wieder einen Teilabschnitt geschafft, wieder ein Stück weiter. Wie sich Bamberg tatsächlich noch so richtig einfügt, auch von dem, vom Linienmanagement her. Ich habe da gerade noch so keine richtige Idee. Mal gucken. Aber für den Moment soll es erstmal reichen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne Like und oder Kommentare da. Gerne auch ein Abo, wenn bisher nicht geschehen. Und dann weiterhin einen schönen Herbst. Bleibt gesund, seid gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, der Jacko. Baba. Ciao, servus.